Ja, da sind wir wieder. Zurück am Start. Ja, was soll ich jetzt, was wollte ich denn jetzt nochmal gesagt haben? Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, auch wenn das erst gestern war. Wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, Folge 3 sieht ein bisschen geiler aus, ja, aber die Dateigröße, ne? Boah, die war ja bombastisch, ne? Mit 70 GB für 30 Minuten, nicht einmal 30 Minuten. Ja, das geht so nicht, dachte ich mir. Jetzt habe ich ein paar Sachen da noch ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, die Datei wird jetzt nicht so groß. Und es ist trotzdem schön anzusehen hier. Ja, drückt mir mal die Daumen dafür. Bin ja jetzt kein Profi, so wie manch anderer. Ich weiß auch gar nicht. Was war denn zuletzt hier? Ach ja, genau. Oder? Ja, das kennen wir ja noch. Da ist doch hier so ein Bild weggeflogen, ne? Nee. Nee, hinter uns kam dann jetzt irgendwie genau der und dann kam das und dann erschrecken wir uns, ne? Ungefähr so. Ja, das kennen wir noch. Ich glaube, das sollte mal ein Rollstuhl gewesen sein, der uns mal verfolgt hat. Aha, ja. Die Ratte möchte, dass wir wohl hier reingehen. Warte mal, wir gehen aber erstmal nach da hinten gucken. Hier ist noch so ein kleines Bild. Die ist bestimmt zu, die Tür. Was? Warum? Warum gab es da einen Schocker? Was? Warte mal. Wir sind doch gerade hier lang gegangen und dann gab es diesen. Ah, okay. Wir dürfen da nicht hin. Jetzt habe ich es verstanden. Wir sollen hier hin. Gut, dann machen wir das auch. Ja, da ist der Propeller ab, wa? Licht an. Hier waren wir schon. Hier stand auch was, ne? Da rede ich im Kreis, daran erinnere ich mich. Das war knapp. Diesmal habe ich ein bisschen vorgesorgt. Heizung angemacht und so. Ist ein bisschen schmuckeliger hier. Friere ich mir nicht so den Hintern ab. Ja? Ist hier irgendwas passiert? Gibt's was zum Lesen? Hallo? So. Ne. Kann ich hier rein? Sehr gut. Da ist gar keine Tür. Willst du mich ver... Oh, okay. Du willst mir zu sehr, dass ich da reingehe. Deswegen tue ich das nicht. Verdammt. Ich will das nicht. Das ist zu offensichtlich, dass hier drin was passiert. Wenn ich hier reingehe, ist die Tür zu und schlimme Dinge passieren. Ein Schlüssel. Ah, wieder ein, Bild von der Hochzeit, von unserer Hochzeit, denke ich mal. Ich wusste es. Nö. Ah, verdammt. Doch, oder? Was? Nein.
Keiner da. Nö. Ich kaufe nichts. Soll ich jetzt ernsthaft an die Tür gehen? Das mache ich aber nicht. Ich nehme den Schlüssel und schließe ab. Da ist ja noch ein Kerzenständer. Ja, ich finde es hier gemütlich. Ich habe ein Bett, ein Loch in der Wand. Ist doch genial. Den Schlüssel habe ich auch. Du? Hörte sich eine. Es hörte sich an, als würde das von da kommen, wollte ich gerade sagen. Was zum. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Cricket. Dash. Ja, also bisher haben wir uns ja noch nicht so sehr erschrocken. Ich muss schon sagen, läuft heute besser. Ah, der Schlüssel ist dafür sehr gut. Was für ein sinnloser Raum. Ah. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie Lebwohl zu Aknenarben, vergrößerte Poren und andere unangenehmen Hautprobleme. Der neue Glamour Fusion Max Conceal wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als Abdecken von Unzugänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit, indem Sie etwas auf Ihre Schönheit auftragen. Genau. Okay, das ist wahrscheinlich, weil unsere Ehefrau ist ja verbrannt und die hat dann halt alles Mögliche versucht, um ihre Narben zu verstecken. Dann halt auch dieses Zeug dafür. Ja, kann man das... Hä? Nee, ich dachte jetzt... Oder doch, ist das unser Schlafzimmer? Nee, das sieht ein bisschen anders aus, ne? Vom Wegen. Hier kamen die Flaschen raus, ey. Kannst mich mal. Aber ich soll da wahrscheinlich dran, ne? Ach, und auch noch eine Beinprothese. Okay. Nee, das ist wahrscheinlich für uns, ne? Wieso geht denn das jetzt hier gerade nicht? Ist mein Spiel abgeschmiert? Nee. Ah, Prothesendiebe. Nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neuen kaufen. Warum ist das warum das beschissene Bein? Okay. Ich hatte jetzt tausendmal auf Leertaste gedrückt und ich dachte, jetzt wäre das Spiel abgeschmiert. Ist natürlich wunderbar bei einem Spiel, das von selbst speichert, wenn da dann die Aufnahme auch noch kaputt gehen würde. Ach so, können wir bestimmt hier drauflegen. Wir gucken jetzt einmal vorher in den Schrank hier rein. Und da ist nichts. Doch, eine Geige. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Hä? Aber das kann einen doch auch beruhigen, verstehe ich nicht. Auch wieder ein Bild. Das kennen wir schon. Da hatte ich noch gemeint. Wer hängt sich denn so was übers Ehebett? So, ich denke mal, wir sollen hier die Platte drauflegen. Genau.
Achso, das ist bestimmt für Geschwindigkeit. Okay, alles drin. Alles wird schwarz. Alles wird alt. Oh, okay. Wenn ich jetzt hier so mache. Ah, dann geht das wieder zurück, oder? Ja. Das machen wir aber trotzdem mal so, weil wir wollen ja wissen, was passiert, denke ich mal, ne? Alter, das Bett, das schmilzt ja richtig. Guckt euch das mal an. Obwohl, sieht ein bisschen aus wie Schokolade. Nur der Schrank, der bleibt heile. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ja, mal ganz ernsthaft. Und das kannst du doch nicht mit Benzinabzapfen vergleichen. Ah ja. Ja, jetzt ist hier alles Matsche, ne? Hallo? Hallo? Was? Ach so, ah, okay. Wir müssen hier sowieso doch nochmal hier so, ne? Genau, und jetzt müssen wir wieder zurück machen. Sonst kommen wir hier nämlich nicht raus. Genau. Hier gibt's ja nichts, ne? So, können wir hier wieder raus? Nein, anscheinend doch nicht. Ach so, vielleicht muss das auch erst zu Ende gespielt werden. So, hier hat sich nichts geändert. Wir haben jetzt ein Fläschchen voller Blut. Ah, und das benutzen wir bestimmt zum Malen. Ah, ich verstehe. Es steht hier. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen. Es geht nicht. Achso, das kennen wir schon. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Oh, verdammt. Ich wollte ganz heimlich trinken. Ich dachte, der redet ein bisschen länger. Jetzt habe ich so einen riesen Schluck im Mund und... Oh, jetzt ganz, ganz vorsichtig runterschlucken, dass man das nicht hört. Ja, das habt ihr ganz bestimmt sogar gehört. So, was machen wir denn aus dem... Oh, was ist das denn jetzt hier? Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Nicht irgendeiner Leinwand. Ich musste ein Messer finden. Nicht irgendein Brotmesser. Es musste... Das kennen wir doch aus dem... Ach, das ist auch das Stück Fleisch. Wollte gerade sagen, das kennen wir doch aus der Küche. Okay, also haben wir hier... Das sind bestimmt unsere Kapitel. Kapitel 1 und jetzt haben wir Kapitel 2. Dann kommt hier bestimmt irgendwie Blut hin oder irgendwie sowas. Aber das können wir auch schon. So, dann wollen wir mal gucken, was aus den Flamingos wird. Ich weiß nicht. Es sieht einfach aus wie eine Höhle oder irgendwie sowas, ne? Eigentlich wie ein Müllhaufen. Ja, da kann ich nicht so viel hineininterpretieren. So, und hier? Ja, das Blut. Und hier ist dann auch der Spruch bestimmt dazu mit dem Abzapfen. Alles klar. Ach, komm, lass auf. So. Kein, doch, da. Form tritt heraus. Welche Form? Ah, sanfte Musik. Ein Leck zwischendurch. Ein Mikroleck. Ach, da kann ich weiter.
Nichts. Das war der Wind. Der ist halt ab und zu, ne, so ein bisschen stürmisch. Und wenn Fenster auf Kipp ist, ist es zwar nicht, aber dann, ne. Ja, dann kann das auch schon mal eine Vase von der. Ich weiß gar nicht, wo die stand. Ich habe die gar nicht gesehen. Runterfliegen. Ah, das Klavier. Du hast aber eine komische Nase, ne? Passt zwar schon zu dir, aber... Ich glaube, das Rote hier, ne? Das hat der gesoffen. Der sieht so jung aus. Boah. Boah. Ja, ist gut. Boah, leck mich. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Ach, guck mal, vielleicht ist das ja wirklich eine Höhle, die wir ja gerade gemalt haben. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellte, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist. Hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete einen Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbatte er... Es tut mir leid, ich höre mich selber nicht sprechen. Das ist echt irritierend, wenn man dann was vorlesen will und sich ganz dumpf dann doch hört. So, in der Realität sabberte er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von... Nun, du weißt schon, von all anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Gatewell. Aha. Da dürfen wir jetzt nicht rein, da ist eh alles nur dunkel. Ein Flur wieder. Habe ich den Timer eigentlich angemacht? Bestimmt nicht, ne? Wo sind wir denn gerade? Bei 18 Minuten. Dabei wollte ich extra auf die Größe der Datei achten, dass ich nicht wieder 7 Stunden lang hochladen muss. Ah, vielleicht habe ich den Timer auch angemacht. Ich weiß es gar nicht. Ein leerer Raum. Wie auffällig ist das denn, dass hier jetzt irgendwas passiert? Kreative Blockade. Ja, sehr kreativ. Ja. Ja, natürlich. Aha. Einmal alles abgucken. Hier geht's anscheinend weiter. Hä? Oh. Crazy. Hello. Po-Bake. Oh, ein Schlüssel. Ach, guck mal. Boah, der Schatten. Wie krank ist denn der Schatten? Und völlig unrealistisch. Tür kann ich nicht zumachen, ne? Doch, kann ich. Hallo? Nein, die soll offen bleiben. Okay. Der Schatten, der ist doch nicht normal. Hä? Hä? Was muss ich denn machen? Was? Okay. Warte mal. Grafik.
Ich wollte das und ich wollte eigentlich auch, du musst einen Neustart dieses Programms durchführen, damit alle Einstellungen... Was? Ich habe doch nur heller gemacht. Willst du mich verkackeiern? So. Und Effekte wollte ich doch ein kleines bisschen leiser machen. Oh, das ist aber viel leiser, ne? Egal. Liegt da ein Schatten oder so? Was ist das? Nicht vergessen, ist das unser Hochzeitstag? Vergiss nicht. Keine Ahnung. Doch, warte mal, da war doch was, ne? 9. Juni. Ich glaube, das ist unser Hochzeitstag gewesen. Ja. Huch. War da nicht gerade noch eine Tür? Da kamen wir her eigentlich, ne? Aber da ist keine Tür mehr. Boah! Oh, piss die Wand an, ehrlich. Oh, ich habe mich schon wieder zu sehr vertieft in dieses Spiel. Hallo? Kann ich Licht anmachen? Sehr gut. September 15. Heute wieder neue Zelle. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Hä? Okay. Fehlt uns dieser Zelle noch? Was ist das? Oh, das ist eigentlich auch ganz schick gemacht, ne? Oh, das nenne ich mal sehr viele Bücher. Und es regnet draußen. So, hier ist noch eine Lampe, die machen wir natürlich an. Machen wir natürlich... Wollte ich schon sagen. Okay, hier können wir weiter. Oh, hier auch. Hä? Was steht da? Ignorant. Blinde Narren. Idioten undankbar. Einfallspinsel. Was steht hier? Blinde Narren. Ach, ich muss bestimmt das Bild... Ne, muss ich nicht. Naja, anscheinend sind wir hier irgendwie... Da. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait. So that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Okay. Da haben wir also wohl einem ein Porträt gemalt. Der war gar nicht damit zufrieden. So wie das aussieht, kann ich das auch gut nachvollziehen. Und da wohnen wir wohl ein wenig grandig. Das sieht aber auch scheiße aus, ne? Was steht da? Okay. Also hier gibt's anscheinend nicht mehr. Einverstanden. Gut, dann gehen wir da hinten jetzt hin. Hinkel, Hinkelstein. Oh. Oh, das heißt, wir hätten das wirklich da hinten dann auch verpasst, hä? Wären wir jetzt direkt hier durchgegangen. Okay. Gehen wir mal darunter. Hallo? Keiner da? So wie die ganze Zeit schon. Erstmal alle Lichter anmachen. Da ist nichts zum Lesen. Das ist auch nicht zum Lesen. Ja.
Anscheinend gibt es hier nicht mehr, dann gehen wir mal einfach weiter. Oh Gott! Ey, was ist das denn für ein Klingelton? Warte mal, ich lese das gleich vor. Was? Oh, ich glaube, ich warte mal, ich lese das eben schnell vor hier. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass ich mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in diesen Angelegenheiten hören wollten. Und währenddessen es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen. Und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnten in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen. Boah, ich kriege hier auch gerade Stress mit dem Telefon. Was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärken und unterstützenden den Wunsch haben, einen langen Zeit... Wieso kann ich das... Ich kann halt nicht lesen. Hochachtungsvoll, Doktor, schieß mich tot. Boah, dieses Telefon. Hier liegt noch... Nee. Wo ist das? Hä? Wow. Ah, was? Ah, ach so, okay. Ja. Oh, ich kann ranzoomen. Ach, wie cool. Ja, und jetzt? Mach doch mal... Oh, ich gehe einfach weiter. Okay, irgendwas mache ich falsch. Ich kann nicht springen. Ich kann also auch nicht darunter springen. Was haben wir da? Boah, dieses Telefon, ne? Warte mal. Ich habe vielleicht eine Idee. Aha. Und jetzt? Yes, Speakers. Wisst ihr, ich war kackeiern? Soll ich jetzt hier weiterlaufen so rum? Hello? Yes, speaker. What? What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ach, da haben wir den Anruf also bekommen, okay. So, wie ich auch gerade auf dem anderen Bildschirm sehe, neigen wir uns dem Ende zu, dieser Folge. Auch wenn der Timer anscheinend, der sagt jetzt gerade noch nichts, also das Display vom Timer ist aus. Erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen
Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.